Heute mal kein Intro, es ist zu heiß. Also wirklich, bei dieser Hitze, da kann man sich kein kreatives Intro ausdenken. Aber ja, ich war mal wieder Filme kaufen, deswegen sind wir hier auf dieser bekannten Location. Und ja, es sind drei, also eigentlich kaufe ich ja immer drei Filme gefühlt. Drei oder mehr, weil unter drei lohnt sich halt eher weniger so ein Filmeinkaufvideo. Deswegen, ja. Fangen wir an mit zwei DVDs. DVDs sind doch immer interessant. Und das ist zum einen Nightwatch. Kennt ihr den? Ich weiß nicht. Ich glaube, kaum einer kennt den. Erstmal, das ist die Disc. Das ist ja sehr wichtig, weil wir wollen ja wieder die Disc des Tages vergeben. Und deswegen, die sieht aber relativ unspektakulär aus. Deswegen, ja. Du wirst vermutlich nicht Disc des Tages. Oh mein Gott, das ist früh am Morgen. Es tut mir leid. Ja, wir haben nur noch zwei weitere. Gucken, ob die einen Disc des Tages Award bekommen. Ja, Nightwatch ist ein dänischer Film. Und ja, da spielt unter anderem Nikolai Coster-Waldau mit. Ich meine, es ist sein Debütfilm. Und das Lustige ist, er ist einfach Nightwatch, also Nachtwache, wie bei Game of Thrones. Und Nikolai Coster-Waldau hat ja Jaime gespielt. Falls sich nicht mehr jemand daran erinnern sollte, Nikolai Coster-Waldau hat in Game of Thrones mitgespielt. Deswegen, ich finde das ziemlich witzig. Also, ja. Ja, ich bin vermutlich der Einzige, der es lustig findet, aber ja, ich finde es lustig. Ja, Nightwatch. Ich möchte jetzt nicht vorlesen, was da hinten passiert, weil das habe ich selber nicht getan. Ein Film von Ole Bornedal. Ich denke mal, der ist auch Däne. Und ich glaube, das ist dann der erste dänische Film, den ich gesehen habe, oder? Ich meine, die Jagd ist schwedisch. Kann aber auch sein, dass der dänisch ist, ich weiß nicht. Aber ich meine, der ist schwedisch. Und deswegen, ja, kann der erste dänische Film sein. Oder hat Lars von Trier noch? Lars von Trier ist doch Däne, oder? Dann habe ich vielleicht einen Film von dem mal gesehen. Also der in Dänemark dann produziert ist. Kann sein, dass die Idioten in Dänemark. Ist ja auch egal, ist ja auch egal. Ich schweife schon wieder viel zu sehr ab. Auf jeden Fall. Da kann man auch dann über drei Filme, bei drei Filmen über 10 Minuten kommen. Also ja, ich möchte hier mal nicht so sehr abschweifen. Und mit Kim Bodnia. Kenne ich nicht, weil ich habe. In China essen sie Hunde, habe ich nicht gesehen, aber der soll ziemlich gut sein, oder? Wenn ihr den gesehen habt, schreibt mal gerne eure Bewertung in die Kommentare. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Nightwatch. Also vor allem geht nur 103 Minuten, das ist natürlich immer sehr angenehm. So einen kurzen Film, dann ja, das ist sehr angenehm. Und das ist der erfolgreichste dänische Film des Jahres 1994. Ist krass, oder? Ja, und der war auch in Cannes. Cannes? Sehr erfolgreich. Wie wird es ausgesprochen? Egal. Ich meine, Cannes wird es ausgesprochen. Ja, kommen wir zu einem anderen Film und den habe ich schon sehr häufig gesehen, weil ich liebe ihn, aber er ist nicht mehr auf Amazon Prime. Er zählt auf jeden Fall zu meinem Lieblingsfilm. Konntet ihr ja schon da hinten sehen, welcher Film es ist, auf jeden Fall. Ich liebe ihn mit John Hurt, Anthony Hopkins, von meinem Lieblingsregisseur David Lynch. Ja, der Elefantenmensch. Sein zweiter Film, ich meine, den habe ich auch mal in einem Video drin gehabt. In 5 Meisterwerke, die in Vergessenheit geraten, meine ich, war der drin. Ich habe den aber auch sonst relativ häufig erwähnt. Ich habe so eine richtig, ich glaube, das ist das dritte Video auf dem Kanal, wo ich so eine richtig schlechte Kritik zu dem Film mache. Und es war irgendwie 2 Minuten, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mein iPad runtergeholt und habe gedacht, jo, jetzt sage ich ein paar Wörter zu dem Film, die mir gerade so einfallen. Weil ich war halt wirklich geflasht. Und es ist grausam. Es ist wirklich grausam. Also ja, wenn ihr den Kanal durchsucht, dann werdet ihr dieses Video finden. Das müsste das dritte Video sein. Oh Gott, das war kein gutes Video. Auf jeden Fall, der Elefantenmensch ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ist auch bei IMDb, glaube ich, auf Platz 110 oder so der besten Filme aller Zeiten. Also richtig krasser Film. Ich liebe ihn. Es dreht sich um, ja, hier muss ich hinten den Klappentext nicht vorlesen, deswegen werde ich mir die Story vortragen. Dieser gute Mann heißt John. Hieß er John? Er hieß John Merrick. Und ja, er ist relativ missgestaltet, sage ich mal. Und ja, ist dadurch halt, früher gab es so Freak-Shows und sowas. Da wurde er halt häufig ausgestellt. Und der gute Anthony Hopkins, der ist ein Arzt und der möchte praktisch John Hurt, also den Elefantenmenschen, John Merrick von seiner Last befreien und bringt ihn deswegen in ein Krankenhaus. Und dann sehen wir, dass der gute Mann eigentlich ganz lieb ist und eine sehr tragische Figur ist. Und seine Story ist sehr bewegend, sehr traurig. Ich würde auch sagen, es ist der traurigste Film, den ich jemals so gesehen habe. Einfach weil er ist ein richtiger Schlag in deine Magengrube. Es tut richtig weh, diesen Film zu gucken. Also er hat viele sehr schöne Momente, hat aber auch sehr viele schlimme Momente oder traurige Momente. Und ja, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er gehört zu meinem Lieblingsfilm, wie ich jetzt schon häufiger gesagt habe. Und ja, er ist in Schwarz-Weiß.
und einer der Filme, wo David Lynch nicht so viele surreale Elemente mit reingebaut hat. Aber gut, wenn man so eine Figur hat, ich glaube, dann braucht man auch keine surrealen Elemente mehr. Und sieht man das? Dass da, das ist John Merrick. Ja. Ich weiß nicht, wie gut man es erkennen kann. Vielleicht, ja, nee, ja, gut. Ich glaube, ihr könnt es so ein bisschen erkennen. Ja, toller Film. Liebe ihn. Und der war auch für 8 Oscars nominiert, hat keinen einzigen gewonnen. Passiert halt manchmal. Und deswegen, sehr, sehr toller Film. Solltet ihr euch auch kaufen. Ja, ich liebe ihn. Ich rede so häufig über den Elefantenmensch. Wirklich, es tut mir leid. Es kommt schon fast in Hereditary Ausmaße. Aber ja. Oh mein Gott, wir haben uns die Disc gar nicht angeguckt. Die Disc. Das ist die Disc. Fancy, oder? Sehr fancy. Ja. Wie lange geht der nochmal? 120 Minuten, glaube ich, ungefähr. 119. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und kommen wir jetzt zu Wir. Sieht man ihn schon die ganze Zeit? Ich wollte es eigentlich so ein bisschen geheim halten. Auf Blu-ray natürlich, weil es ein neuer Film ist. Sollte man eigentlich immer auf Blu-ray kaufen, so neue Filme, weil das Bild ist halt deutlich wichtiger. Und ja, von Jordan Peele. Jordan Peele, der gute Oscar-Preisträger, hat ja das beste Drehbuch gewonnen bei Get Out. Und es war das beste Originaldrehbuch sogar, oder? Ich meine dazu das beste Originaldrehbuch gewonnen. Und ja, da spielen verdammt viele tolle Schauspieler mit. Zum Beispiel Lupita Nyong'o und Winston Duke. Ja, also die Namen kannte ich nicht. Also ich kenne sie, aber ich kann mir den Namen nicht merken. Mein Gott, das ist kein einfacher Name, okay? Das ist nicht wie Mahershala Ali, was halt so voll einfach zu merken ist. Und ja, ich fand den Trailer schon ziemlich cool. Ich habe ihn im Kino leider verpasst. Es wollte eigentlich auch keiner mit mir gehen. Also danke auf jeden Fall, meine Freunde. Ihr habt mich auf jeden Fall verraten und ja, ihr könnt mich alle mal. 116 Minuten, Jordan Peele, wie schon gesagt, es soll so Horrorfilm sein, aber relativ langsam. Eigentlich weiß ich nicht mehr über den Film. Und ja, ich fand auch die Trailer so geil. Ich mochte das ganze Konzept und alles. Ja, ich mochte es sehr. Oh mein Gott, die Disc ist schon wieder so langweilig. Warum sind alle Discs heute so langweilig? Oh mein Gott, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal gucken. Also verdient hat keiner den Disc des Tages Award, aber ja, irgendeiner muss ja gewinnen. Auf jeden Fall, Wir soll ziemlich toll sein. Jordan Peele ist ziemlich toll. Obwohl, Jordan Peele hat ja die neue Staffel von Twilight Zone erschaffen. Twilight Zone, ich glaube in Deutsch heißt es Unwahrscheinliche Geschichten. Ist ja so eine ziemlich legendäre Serie aus den, ich glaube die Erstausstrahlung war damals 1950 oder 1960. Zählt so zu Amerikas größten Klassikern der Serien. Und Jordan Peele hat es ja neu aufgelegt irgendwie. Aber es soll ziemlich scheiße sein. Deswegen, das ist so ziemlich fähig. Ich meine es sogar von Showtime. Showtime sind die Twin Peaks gemacht haben. Ich meine, es ist von Showtime, aber ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall, ja, das ist Wir. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich freue mich schon sehr, ihn zu sehen. Einfach weil viele tolle Schauspieler. Ich würde auch sagen, gefällt ja unter so Blaxploitation-Filmer. Und ja, ist cool. Auf jeden Fall, oh mein Gott, jetzt ist er runtergefallen. Was mache ich jetzt? Gar nichts. Besten Disc-Award hat er eh nicht verdient. Ja, ich glaube, dann geht der Preis an den Elefantenmenschen. Einfach weil ich mag den Film. Lasst mich. Eigentlich hat es keiner verdient, aber so ist es halt manchmal. Vielen Dank und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen des Videos. Und wir sehen uns ganz erneutig wann anders wieder. Wenn nicht, dann halt nicht. Und bis dahin, tschüss! Ja, das wird rausgecuttet.